Sie können sich entspannt zurücklehnen und das Spektakel genießen, denn es wird Zeit für den großen Preis von China hier in Shanghai. Werfen wir einen Blick auf die Startaufstellung, während die Autos für das Rennen vorbereitet werden. Ich bin mal gespannt, ob man jetzt alle hört, weil ich habe jetzt Twitch am Laufen. Ja, egal. Los geht's. Er hört sich da. Oh Mann, das wird ein geiler Start in China. Shanghese. Oh Gott, Alter. Ja, gib ein bisschen Gas, die Leute kommen von hinten. Oh, Lucky, Luca. Oh, was macht ihr da vorne? Alter! Der Elder ist auf sicher gegangen. Boah, lecko funny. Das Wetter sollte auf jeden Fall trocken bleiben. Ich habe keinen Bock auf Regen. Also wäre mal schön Regen, aber jetzt im Moment nicht. Gelbe Flagge! Ich sehe das da vorne. Ich die Hahnalkurve nicht wirklich. Hat er dich rausgeholt? Das ist gut, dass du alles heil hast. Weil dann kannst du wenigstens jetzt noch gut aufholen. Wir sind noch fast am Anfang des Rennens. Versucht zwar noch ein bisschen dran zu bleiben, aber irgendwie hauen die beiden mir da vorne ein bisschen ab. Oh. Echt? Obwohl ihr da beiden zu gut zusammen seid da vorne? Okay. Ops, Cops. René kommt vorne aus dem Konzept fast und er kriegt die Kurve nicht richtig. Die 1,40, 1,39. Oh. Pro Runde.
Duell ist in the air. What the fuck? Boxenstopp? Wie? Okay, ja, ich gehe aber in den vierten rein. Nur drei Runden. Ah, ich fahre in Runde 4. Ich fahre nicht in Runde 3 rein. Weil so krass orange sind sie jetzt auch wieder nicht. Da kann man noch was mit rausholen. Ich schalte mal um auf Heckverteilung. So, ihr seid auf jeden Fall schon echt weit vor mir jetzt. Kann ich die fünfte Runde auch noch? Ja, komm, fünfte Runde geht auch noch. Einer geht noch, einer geht noch rein. Einer geht noch. Ich fahr mit Red Reifs in eine Box. Falsch. Oder? Ja, komm. Oh, da ist jemand von der Strecke geflogen. Beziehungsweise einer in der Box gegangen, aber der gut. Wenn meine Boxencrew wer ist denn reingefahren jetzt? Fut, nee, René. Wenn meine Boxencrew schnell ist, dann schaffe ich noch vielleicht vor René rauszukommen. Weil René da gerade hinten Probleme hat. Oh fuck, Alter. Mein Reifen vorne ist rot. Ah, ich bin jetzt auf der langen Geraden. Weiß ich nicht, ich sehe das nicht. Ja, ich auch jetzt. Puh. Box. Thank you.
Gewechselt, gewechselt, gewechselt. Okay. Gut. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Alles klar. Wie es aussieht, ist René knapp vor mir wieder. So, da überholt er den Alonso und den Maldonado. Boah, Maldo! Mach keinen Scheiß, Alter. Sehr gut. So, ist das das Setup oder seid ihr auch so komisch durch die Kurve manchmal am Driften? Also ich denke, ich fahre immer so ein bisschen so ein kleines Stück weit auf Eis, so ähnlich. Das ist jetzt nicht heftig, aber das ist minimal nur. Ja, ich habe auf 8. Okay. Also, das ist jetzt nicht so krass, aber man merkt, als wenn man irgendwie so ein bisschen so, ja, genau, so ein bisschen komisch rutschig auf der Bahn, so klein wenig. Also minimal, aber man merkt es. Ja, muss ich gucken, da muss ich den Ballast, glaube ich, auf 7 runterstellen. Ein Unfall in der nächsten Streckenabschnitt. Obwohl, sind ja einige an der Box gefahren. Also wenn ich das richtig sehe, Future ist Erster. René ist Zweiter oder Dritter. Und Elder dürfte irgendwas mit Neunter noch sein, oder? Oh! Alter! Okay.
Ich wusste ja nicht, ob da dazwischen jetzt noch ein paar Überrundete waren oder nicht. Ah, jetzt bin ich Dritter. Ja. Ja, weil da sind einige an die Box gefahren noch. So, Future geht an die Box. René meine ich. Alter, René ist aber genau knapp vor einem rausgekommen, da. Ach so, der ist Valtteri Bottas. Bottas. Ich habe immer Valerie gelesen. Valerie Bottas. Ding mal Valtteri Bottas, okay. Immer Valtteri ist hinter dir. Ich sehe so Valtteri. Okay. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Okay. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Dann guck doch einfach bei Google Wetter oder so. Der Wetterbericht. Dafür fehlen uns Daten.
Boxenstoppfenster schließt sich gleich. Du hast 2 Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermann. Sei vorsichtig, damit er keine Chance zum Überholen bekommt. Zwei Sekunden Vorsprung vor Bottas. Alter, wie gibt der denn Gas, der Typ? Heftig. Meine Reifen sind zwar abgenutzt, aber... So, René überholt mich wieder. Fertig, los jetzt. Elda fährt auch noch weiter, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Alter, bei mir bauen die Reifen auch ab, ne? Das ist unglaublich. Gut, 7 Runden habe ich jetzt durchgezogen. Ja. Ja, aber 7 Runden ist auch ganz knapp, ey. Bei der 7. Runde sind die vorderen Reifen dann rot. Aber damit kommst du nur gut in eine Box auf jeden Fall. Also die platzen nicht. Oh, in 15 Minuten setzt leichter Regen ein. Doch, das ist den hier ernst. Aber ich fahre so lange auf den... Ja, gut, dass ich gerade neue Options aufgezogen habe. Dann kann ich gleich frische Intermediates aufziehen, wenn... Oh, vor mir ist jemand von der Strecke geflogen. Verstappen! Na, ich muss ihn ja vorbeilassen. Ja! Halt die Klappe! Super, jetzt bin ich wieder hinter... Oh, nee! Alter, was macht ihr da vorne? Wir sind zu dritt in einer Kurve, das geht nicht! Oh Leute, ihr seid krank, Alpha Noah, ihr seid krank. Oh, gut vorbeigekommen an die KI, sehr gut. Wieso bei Legende wäre schon eskaliert. Gewesen wahrscheinlich. In Legende hätten wir uns alle drei von der Strecke gezogen.
Sagt dann mal einer dem René mit dem Regen, oder hat, vielleicht hat er das schon selber mitgekriegt von den Boxen-Dingern. Na, da bin ich mal gespannt, ne? Wenn es gleich an zu regnen anfängt, wie ich dann die Strategie umändere, dann am besten. Ich glaub nicht, dass ich sofort auf Intermediate ziehe, weil ich kann bestimmt mit Primes dann weiterfahren kurz. Erstmal. Also im ersten Sektor hole ich mal viel raus und im zweiten und dritten verkacke ich dann wieder. Minuten, dann geht's Regen.
Ich hau mir jetzt Primes drauf und dann guck ich mal, wie es abgeht. Weil ich weiß nie, wir weiß ja nicht, wie krass der Regen wird oder beziehungsweise wie lange er anhält. Ja, erstmal gucken, also ich zieh erstmal Primes auf jetzt nochmal. Kann ich nicht. Mit den Options komme ich nicht bis zur Runde 20, dann kannst du mit einer Reifen neu flicken. Bitte? Er kann ja nichts dafür. Sollen. So wie es aussieht, sind wir bei 40% des Startbenzins. Ja, sag am besten nichts, dann fährt er irgendwann gegen eine Wand und dann. Nein. Wie geht's dir denn heute so? Sag mal, holst du eigentlich auch die Vision? Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr. Nee? Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Nein, aber ja, schade. Ich meine. Das Spiel ist echt gut. Der ist jetzt nicht so krass irgendwie verbuggt wie jetzt Rainbow Six Siege, sag ich jetzt mal, aber läuft ein bisschen besser. Ein Stück weit besser. Ja, wer weiß, was sie da für Sachen noch reinhauen. Nee, aber das ist echt cool. Das kann man sich mal reinziehen, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Morgen ab 14 Uhr werden die Server geöffnet und dann geht los. Jetzt weiß ich auch, was diese Always-On-Funktion, diese Online-Funktion in manchen Spielen, warum sie die reingemacht haben.
Ist deswegen, weil gibt's ja in Need for Speed gibt's das ja, in Destiny gibt's das ja, in Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gibt's das, jetzt in Division, unsere Crew. Damit die Leute, die das Spiel irgendwie vorher bekommen oder so, paar Tage vorher, dass sie das nicht spielen können. Weil die Server ja noch zu sind. Die werden ja erst entweder einen Tag vor oder was weiß ich zum Release. Oh, jetzt fängt es leicht an zu regnen. Ich habe einen Tropfen gesehen. So. Ja, jetzt mehrere. Jetzt bin ich mal gespannt. Also bei mir... Echt? Bei mir nicht. Bei mir ist noch... bei mir sieht noch alles... ja, vielleicht bin ich zu schnell, dass ich den... Das super leichter Regen, also. Ich bin jetzt in der Kanalkurve. Jetzt, ja, in einer Kurve, wo es zu langen Geraden geht, da fing es jetzt langsam an zu regnen. Also jetzt sehe ich hier auch Tropfen und nicht. Aber gut, wenn Bottas draußen ist, dann ist das wenigstens gut. Dann brauche ich mich um den nicht mehr zu kümmern. Ja, das stimmt. Für den Moment fahren wir die richtigen Reifen. Ja, die Primes sind auch die richtigen Reifen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass jetzt, wenn du jetzt auf Inters wechselst, dass das jetzt was bringt. Letztens irgendwann, wo es leicht an zu regnen angefangen hat, auf irgendeine Strecke, habe ich dann vor auf Inters gewechselt. Boah, ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, die letzte Saison irgendwie. Und das war der größte Fehler, weil ich glaube, Chris und so sind auch alle mit Primes gefahren und ich bin mit Intermediates gefahren. Voll die Arschkarte gezogen damit. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal so lange auf Primes, bis wirklich so, ey, du kannst nicht mehr Primes fahren, geht nicht mehr, du rutschst da voll weg und weiter und so fort. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, um an die Box zu fahren, Reifen zu wechseln, okay. Na, erstmal nicht, warte mal. Fährt von euch denn einer schon Inters? Okay. Ja, ich fahre noch mit Primes. Ja. Ja, das habe ich ja letztens versucht, deswegen, da bin ich ja kläglich gescheitert dran. Ja, klar.
Okay, ich wechsle diese Runde auch. Ich merke langsam, wie ich durch die Kurven schlitter. Zur Bestätigung, wir werden die Intermediates aufziehen. Es ist zwar grenzwertig, aber ich finde, du solltest in die Box kommen zum Reifenwechsel. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob unsere Reifen zu den Bedingungen passen. Ja, dann hast du diesmal Glück gehabt. Boah, der Bottas ist auch echt weit jetzt wieder vor mir hin. Der kommt auch auf den Reifen, glaube ich, kaum klar noch. Ich glaube, der René fährt auch noch auf Primes, oder? So, ich gehe jetzt rein. Ich wechsle auf Intas. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Boah, ich komme mir gar nicht klar, Alter. So, fahr jetzt in die Box. Ab auf Intas. Ja, René fährt an die Box, Bottas auch. Dark Elder fährt auch in die Box, unten auch nur einer, ein KI. Okay, das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist jetzt deaktiviert. Ja, sobald sobald DRS deaktiviert wird, kannst du auch davon ausgehen, dass du jetzt auf Primes wechseln, auf Intas wechseln solltest. Aber gut. Kommst du klar in diesem Wetter? Wir behalten im Auge, wie viel Wasser auf der Strecke steht. Wir glauben, dass die Intermediates derzeit noch am besten geeignet sind. Ja, ich werde auch jetzt nicht wieder auf vollständig nasse Reifen wechseln. Boah, durch diese Schlangenhauskurve da oben, ne? Schneckenhauskurve da oben. Kannst du nur sehr langsam durchfahren.
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Alle haben Probleme bei diesem Wetter. Die anderen sind auch auf grünen Reifen unterwegs. Ja, ich hätte gedacht, manche sind schon auf blau umgestiegen, weil der Regen... Ja, ja. Ja, obwohl die Strecke schon echt nass aussieht. Da geht nur einer in die Box. Oh, da gehen welche an die Box. Krass. Wahrscheinlich, die hauen sich wahrscheinlich jetzt die Blauen, aber ich fahre ja mit jetzt durch, ey, letzte Runde. Ich gehe jetzt nicht mal in die Box, aber ist so bekloppt. Nee, sorry, ey, auch wenn es jetzt heftiger wird, ey, da ziehe ich jetzt durch. Ey, da fahren echt viele an die Box. Das Gute ist, dann kann jetzt René und Elder kann jetzt gut überholen dadurch. Nochmal. Deshalb Elder ist jetzt auf Platz 3 hinter mir. GZ, Chris. GZ heißt Glückwunsch. Ja, ich musste auch erst am Anfang überlegen, als alle immer gesagt haben, so langsam so online-mäßig, so GZ, GZ. Also, was heißt das? Gratulation, congrats. Hätte aber nicht mehr lange gefehlt, ne? Auf der anderen Seite, wenn 31 oder 32 Runden gewesen wäre, hätte man noch auf Regen umwechseln müssen, eigentlich so auf Regenreifen. Weil die Strecke ist schon echt nass und es regnet schon echt krass. Und ich merke auch selber, wie ich... Ja klar, aber bei mir werden die schon vorne gelb, orange. Ja klar. Mein, gut fahren lassen die sich, aber irgendwann ist Ende im Gelände. Und der Maldonado hat blaue Reifen drauf, sehe ich gerade hier. Die haben sich doch nochmal die Blauen gegönnt. Die kommen KI. Oh, das ist ein Rennen gewesen, aber nur gut gegangen, ey. Ja, aber das auch nur deswegen, weil alle dann, weißt du, weil Regen im Einsatz kam. Wenn eine gute Sache, wenn von Anfang an Sonne hast und das geht hinterher in Regen rein, aber du weißt, wie du halt deine Reifen wechselst, dann funktioniert das Ganze. Und ich meine, gut, dass die nochmal alle reingegangen sind und sich die Blauen geholt haben. Dadurch konnte die ja nochmal überholen dann, ne? Ja, der hat sich mit Bottas gebettelt.
Ja, sag ich ja, die sind ja nochmal deswegen, die sind ja alle nochmal reingegangen wegen blauen Reifen. Aber das ist das Gute daran. Ja. Ja? Hat er Valtteri gut gemacht. Endlich kann man sich auf die Leute verlassen. Ja, wie sieht's aus? Schaffst du noch ein zweites Rennen oder erstmal oder gehst du erstmal pennen Runde? Was hast du jetzt gesagt? Du warst abgehackt jetzt. Jo. Ja, besser jetzt als mitten im Rennen. So, bei Twitch mache ich auch mal eine kurze Pause oder bis zum nächsten Rennen, ne? Ciao, ciao.